Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Splatoon 2, dieses Mal im Splatfest Team Ei gegen Team Henne. Wow, die haben eine ziemlich coole Farbe, aber ich habe mich für Team Ei entschieden, auf jeden Fall freut mich, dass ihr eingeschaltet habt und ja, Team Ei gegen Team Henne, tolles Splatfest. Auf jeden Fall sind wir hier in einem Splatfest Team, das finde ich ziemlich cool. Ich habe es geschafft mit Jake, Sadie und Julia zusammen in so einem Team zu bilden und dass wir jetzt im Team aufnehmen können. Es ist doch mal eine coolere Abwechslung, mit bekannten Leuten aufzunehmen, statt alleine. Oh mein Gott, sie hat mich von da unten besiegt, das war übel. Als ob die Quadhopper nur so eine große Reichweite haben. Naja, ist scheinbar so. Ach, der alte 0815-Trick, ja. Und sie gewinnt damit auch noch. Ist ja unglaublich, also die ersten Gegner scheinen schon mal uns ziemlich zu rasieren. Und ich habe meinen Kumpel auf jeden Fall gerecht, Celi. Keine Sorge. Oh Mann, die nähere Farbe sieht ja mal voll cool aus, irgendwie so ein bisschen so grau und weiß. Hat Style auf jeden Fall. Wollen sie noch wieder was schaffen oder nicht? Wow, die gehen zu dritt auf mich. Was sind denn das für Feige? Das ist eine richtig feige Hühnchen. Oh Mann. Ja, wahrscheinlich spielen die halt auch im Team und die callen dann alle jetzt zu viert und dann machen sie so richtig feiges Teamplay einfach. Weil schau, die gehen immer alle zu viert und zu dritt umeinander umher. Das ist ja richtig heftig. Richtig nervige Typis. Ja, wir können auch Teamplay. Ja, und der da auch. Nein, der war eigentlich alleine, aber naja, wir haben halt Double Kill gemacht. Ist halt ziemlich übel gegen ein Team, was zu mehrer kämpft, sozusagen zu kämpfen. Alter. Okay, also es wird eine ziemliche Niederlage, das hier werden. Nein, jetzt wollte ich meinen Teammate unterstützen und habe so einen Mist gebaut. Na, da machst du nichts, ne? Die sprechen sich ab zusammen, da kannst du nicht viel machen. Die sind einfach... Mann, es nervt. Haha. Wenigstens ist die noch gestorben. Eine wunderbare Niederlage. Ja, hoffentlich treffen wir nicht jetzt nicht jedes Mal auf die da, weil dann verlieren wir dauernd wahrscheinlich, weil die sich zusammen absprechen. Aber ich hoffe, wir finden noch die treffen noch auf die Wandelzone. Das wäre cool. Naja, ich habe noch die meisten Kills aus meinem Team. Wunderbar, ich habe 2 Punkte gekriegt. Bam, 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 bam. So, bleiben wir bei der Waffe, denke ich mal. Also bei den Klecks-Dopplern oder Heldendoppler, wie man sie nennt. Ich denke, ich bleibe bei der Waffe, weil... oder soll ich eine andere Waffe? Ne, ich versuche nochmal mit den Klecks-Dopplern. Ich hoffe halt, dass wir nicht wieder gegen die gleichen kämpfen, weil sonst wird es nicht. Und jetzt müssen wir wieder warten. Und warten. Und warten. Bis sich ein Team Henne meldet. Da hätten wir eins. So. Ach, wieder Perlmut Akademie. Komm, ich will die Wandelzone sehen. Naja, müssen wir halt hier wieder kämpfen. Hoffen darauf, dass wir ein bisschen Skill haben werden. Und nicht solche Absprechgegner, die overpowered sind. Aber gut, sie haben zumindest schon mal keine Quadhopper als Waffe, weil die Quadhopper sind halt nervig, weil die so irgendwie halt übelst oft ausweichen können. 4-mal oder so, glaube ich.
Das ist schon echt übertrieben. Und sie haben dafür halt auch noch eine echt gute Range und Feuerrate und auch, ja, eigentlich Kill, also Damage. Macht auch viel Damage eigentlich der Quadhopper. Ich glaube 4 oder 3 Hits halt, wie der hier. Wie die normalen Doppler. Deswegen ist die Waffe halt echt krass. So, schauen wir mal, ob Jake da hinten überlebt und klarkommt. Bisher ist es ja schon so der Fall. Ah, da kommen sie jetzt aber, die Gegner. Da hinten ist einer. So, den Hammer, den Job haben wir erledigt. Okay, der Witz war echt schlecht. Aber wenn er sich also einen Namen gibt, dann ist klar, dass ich so einen Witz bringen muss. So, den habe ich mal schnell gemacht. No. Oh, und dann war es so. Naja, ich habe den einen gekillt noch, aber dann ist der eine halt mit seinem Carbon-Roller gekommen. Da konnte ich nicht mehr viel machen. Hier ist noch alles uneingefärbt. Das gehört sich ja gar nicht im Revierkampf. Auch wenn viele im Revierkampf trotzdem lieber nur auf die Kills spielen. Gibt's auch genügend. Ist aber auch im Prinzip wichtig, weil wenn man halt die Leute killt, dann können sie halt nicht färben, weil sie respawnen müssen erst wieder. Ist schon also auch wichtig. Den Hammer. No! Da ist der mit der Splatling. Doch, da wurde er gekillt vom Sedi. Gut. Also das Match sieht jetzt ziemlich eher für uns aus, also eindeutig relativ. Das war ziemlich knapp, da wäre ich fast gestorben. Aber ich habe es noch überlebt. Den habe ich schnell gemacht. Den auch. Oder sie. Den auch. Haha. Nice. Oh nein, da ist noch einer. Er will entkommen. Ich bin viel zu nah hingerannt. Oh mein Gott, war das naiv. Ich bin an die Haftbombe voll nah dran, obwohl ich gesehen habe, dass die mich killen kann. Da wollte ich unbedingt den Kill haben, ne? Aber den habe ich noch gekillt am Ende. Den Job wieder mal. Ja, am Ende war der Sieg dann doch nicht so offensichtlich wie gedacht, erst zu Anfang. Na, aber Sieg ist Sieg. Jo, wie wir einfach so 12 und 11 Kills haben. So, jetzt bitte die Wandelzone, das wäre ziemlich cool. Die Wandelzone zum Abschluss. Aber ihr habt gesehen, es war dann doch ganz cool, dass am Ende, dass ich jetzt hier in dem Match abgegangen bin mit 12 Kills. Und dann die Moluskelbude, die mag ich auch. Also wenn nicht Wandelzone, dann auf jeden Fall Moluskelbude, weil, oh mein Gott, da sind wieder solche japanischen Namen. Und Clan-Namen auch, das könnte Niederlage werden. Bitte nur nicht wieder die Akademie. Aha, das ist die Wandelzone, nice. Wow, was ist das denn? Das ist ja endcrazy, da fahren solche Teile hoch. Ich bin gespannt. Die Gegner haben zum Teil relativ nervige Waffen. Und sie haben ja auch Clan-Namen, also werden sie mit den Waffen auf jeden Fall was drauf haben, höchstwahrscheinlich, denke ich mal. Mal sehen, ob wir da was machen können. Aber gut, es ist ja ein Regierkampf, kommt es ja nicht auf die Kills an, ne? Da kommt es ja einfach nur darauf an, dass man fährt. Den einen habe ich ja schon mal ganz gut gemacht. Und den anderen mit meinen Raketen. Also mit meinen Schwarmraketen. Da will jemand auf meinen Kumpel gehen. Ach, und macht einen One-Hit gegen mich. Da sind Jake und ich eiskalt von dem gemacht worden. Vom Blaster. Oh nein, Schwarmraketen. Schwarmraketen sind halt so nervig, weil sie manchmal so lange brauchen, bis sie da sind.
Oh nein, der Blaster will hoch gegen mich und ich wäre fast gerade runter in den Abgrund gejumpt. Den lasse ich mal lieber in Ruhe. Ach, und dann habe ich nur einen Team-Kill gekriegt. Egal, Sadie lebt noch weiter, das heißt, er kann noch weiter einfärben. Oh, und die Gegner haben den DC, sehe ich gerade jetzt. Den Blaster, der gerade da noch abgegangen ist. Eindämmung beginnt. Ja, was heißt das? Oh nein, nein! Und wieder nur ein Team-Kill. Was meinen die mit Eindämmung? Also diese Maps sind schon ziemlich cool, finde ich, gemacht, weil sie echt richtig coole Ideen einbringen in diese Maps. So, solche sollten sie eigentlich auch hier normal einbinden mit so coolen Ideen und Features. Das würde halt schon echt taugen. Und wieder nur Teamkill. Ich bin heute in dem Match bin ich der Teamkiller. Zweite Eindämmung steht bevor. Was meinen Sie damit? Ah, wenigstens habe ich den Kill mal wirklich gekriegt. Aber ich habe da gesehen jemanden. Ha, zu dritt auf ihn gegangen. Oh. Ja, das war ziemlich cool mit Jake. Ja, Jake und ich rasieren also. No. Ah, ich bin tot. Mit der komischen weiß-grauen Tinte. Ein CD-Campchen in der Mitte. Oder DC, keine Ahnung, weil er so da steht. Wow. Warte mal, heißt das, wir sind AFK da drin? Lol, man muss da so rausspringen. Ist ja crazy. Ach, als ob, der hat doch voll an der anderen Seite vorbeigeschossen. CD da drin so versucht rauszukommen aus dem Cage. Ist das cool. Die Map gefällt mir. Also, eigentlich hat mir bisher jede Wandelzone irgendwie gefallen. Auf jeden Fall war es mal für den ersten Part von Splatfest. Es kommt noch einer und vielleicht auch noch ein anderer, aber der wird dann wahrscheinlich ohne die drei sein. Aber der nächste wahrscheinlich noch mit den drei. Also, wenn euch der Part gefallen hat, ich habe die meisten Kills, aber davon sind die meisten nur Killhilfen. Also, wenn euch der Part gefallen hat, lasst doch einen Daumen hoch da und dann schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es weitergeht mit Splatfest Team Ei gegen Team Henne. Also, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao, euer Andy Gamer.